is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Zeugnis vor den Großen der Welt. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der das Volk Gottes aufgefordert werden wird, vor den Herrschern der Erde sein Zeugnis abzulegen. Nicht einmal einer von 20 macht sich bewusst, mit welchen riesigen Schritten wir der größten Krise in unserer Geschichte entgegengehen. Jetzt ist keine Zeit für Eitelkeiten und Kleinigkeiten, keine Zeit, sich mit Unwichtigem zu beschäftigen. Könige, Gouverneure und große Männer werden durch die Berichte eurer Feinde von euch hören. Euer Glaube und euer Charakter wird vor ihnen falsch dargestellt worden sein. Doch werden die fälschlich Angeklagten Gelegenheit bekommen, sich in Gegenwart ihrer Ankläger zu verantworten. Sie werden das Vorrecht haben, das Licht vor die sogenannten Großen der Erde zu bringen. Wenn ihr die Bibel durchforscht habt, wenn ihr bereit seid, in Demut und mit Respekt jedem eine Antwort zu geben, der euch nach der Hoffnung fragt, die in euch ist, dann werden eure Feinde eure Weisheit nicht widersprechen können. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, durch das Studium des göttlichen Wortes die größte Verstandeskraft zu erwerben. Wenn ihr aber träge seid und es versäumt, in den Goldminen der Wahrheit tief zu graben, dann werdet ihr auf die Krise, die bald über uns kommt, nicht vorbereitet sein. Ach, wenn es euch doch klar würde, wie kostbar jeder einzelne Augenblick ist. Wenn ihr durch jedes Wort lebt, das durch den Mund Gottes geht, dann werdet ihr nicht unvorbereitet erfunden werden. Ihr wisst nicht, wo ihr vielleicht euren Glauben werdet bezeugen müssen. Viele werden in Parlamentsgebäuden stehen müssen. Einige vor Königen und vor den Gelehrten der Erde, um ihren Glauben zu verantworten. Wer nur ein oberflächliches Verständnis der Wahrheit hat, wird nicht in der Lage sein, die Heilige Schrift klar auszulegen und seinen Glauben klar zu begründen. Solche Menschen lassen sich verwirren und sind nicht solche Arbeiter, die sich nicht zu schämen brauchen. Keiner soll sich einreden, er brauche nicht zu studieren, weil er ja nicht am Sprechpult stehen muss. Ihr wisst nicht, was Gott von euch vielleicht noch verlangt. The Lord is coming. Are you ready?